Sehr geehrtes Jubiläumskomitee, sehr geehrter Herr Professor Rotthoff und sehr geehrter Herr Professor Rieger, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, Sie heute, wenn auch digital, an der Universität Augsburg zum Auftakt unserer Jubiläumsringvorlesung begrüßen zu dürfen. Mit dem Konzept dieser Vorlesung Hoch 2 möchten wir über die nächsten Wochen 6 Themen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven beleuchten. Pro Vorlesung werden jeweils 2 Forschende ein anderes Thema behandeln. Der zugrunde liegende Gedanke ist der einer Netzwerkuniversität, an der nicht isoliert an Forschungsfragen gearbeitet, sondern fakultätsübergreifend kooperiert wird. Auf den ersten Blick oft gegensätzlich, öffnen wir so das Spannungsfeld für interdisziplinären Austausch und angeregte Diskussionen, die durchaus auch digital stattfinden können. Das haben uns die letzten Monate gezeigt. Das möchten wir einmal mehr mit dieser Ringvorlesung als Teil unserer Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Universität Augsburg unterstreichen. Heute machen Herr Professor Rotthoff und Herr Professor Rieger den Anfang zum Thema Medizin und Religionsdidaktik. Weitere Vorträge werden den Sommer hindurch digital stattfinden. Nochmals ein herzliches Willkommen, viel Spaß und hoffentlich angeregte Diskussionen im Anschluss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Referenten, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie heute als Mitglied des Jubiläumskomitees bei der ersten Vorlesung der Ringvorlesungsreihe, die den schönen Titel trägt, Vorlesung Hoch 2, begrüßen zu dürfen und Ihnen heute Abend als Moderatorin zur Verfügung zu stehen. Ihre Fragen können Sie auch schon während der Vorträge im Chat stellen. Ich werde diese dann im Anschluss an die Vorlesungen, die insgesamt ca. 40 Minuten dauern werden, eventuell gebündelt an die beiden Vortragenden weitergeben, die Sie gerne beantworten werden. Frau Präsidentin Döring-Manteuffel hat in ihrem Grußwort bereits darauf hingewiesen, dass ein Markenzeichen unserer Universität die fakultätsübergreifenden Vernetzungen, die vielfältigen interdisziplinären Kooperationen darstellen. Lass uns das auch mit unserer jungen medizinischen Fakultät und trotz räumlicher Distanz gelingt, ist ein erfreuliches und hoffnungsvolles Zeichen. Wichtig ist, bei den interdisziplinären Kooperationen Forschung und Lehre gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Synergieeffekte und innovative Anregungen sind für beide zentralen universitären Bereiche zu erwarten, wie die heutigen Vorträge sicher zeigen werden. Nun darf ich Ihnen die beiden Referenten kurz vorstellen. Zunächst Herrn Professor Dr. Thomas Rotthoff, Lehrstuhlinhaber für Medizindidaktik und Ausbildungsforschung an der Medizinischen Fakultät unserer Universität. Er hat Humanmedizin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studiert und wurde im Jahr 1996 im Fachgebiet Endokrinologie promoviert. Er wurde Facharzt für Innere Medizin im Jahr 2000 und für Diabetologie im Jahr 2007. Er war zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitätsklinikum Düsseldorf, an der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie und war dann an dieser Klinik als Oberarzt von 2001 bis 2018 tätig. Herr Rotthoff absolvierte zudem einen berufsbegleitenden, postgraduierten Studiengang Master of Medical Education an der Universität Heidelberg, den er 2006 abschloss. Er wurde Leiter der Arbeitsgruppe Curriculumreform, Modellstudiengang Düsseldorf und Bereichsleiter Curriculumentwicklung und Trainingszentrum für ärztliche Kernkompetenzen in den Jahren 2008 bis 2018. Er war immer besonders für Lehre auch engagiert. Ein Zeichen dafür ist, dass er den Lehrpreis der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Jahr 2011 erhielt und 2016 den Ars Legendi-Fakultätenpreis Medizin, verliehen vom Medizinischen Fakultätentag und dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Im Jahr 2018 habilitierte sich Herr Rotthoff zum Thema kompetenzorientiertes Prüfen und Lehr-Lern-Klima.
und erhielt die Vinia Legendi für das Fach Medizindidaktik. Wir freuen uns sehr, ihn hier als Kollegen zu haben seit dem 1. Februar 2019. Ich will hier noch zumindest drei seiner Forschungsschwerpunkte nennen. Zum einen Professionalisierung von Lehrenden im Umfeld von Lehre, Forschung und Krankenversorgung, Lehr-Lern-Motivation, Kompetenzentwicklungsprozesse von Studierenden im Medizinstudium und selbstgesteuertes Lernen von Studierenden im ärztlichen Arbeitsumfeld. Von der Vielzahl seiner Publikationen und Vorträge könnten Sie sich, wenn Sie wollen, durch einen Blick auf seine Internetseite informieren und überzeugen. Als zweiten Referenten des heutigen Abends will ich Herrn Prof. Dr. Manfred Rieger vorstellen. Er ist außerplanmäßiger Professor und er ist akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Didaktik des katholischen Religionsunterrichts und Religionspädagogik an unserer katholisch-theologischen Fakultät. Er hat katholische Theologie und Sozialpädagogik in Tübingen, in Berkeley, USA und in Benediktbeuern studiert. Er hat ein Diplom abgelegt, sowohl in katholischer Theologie im Jahr 1995 als auch in Sozialpädagogik im Jahr 1996. Promoviert wurde er im Jahr 2001 mit einem Thema zur Bedeutung des sozialtherapeutischen Rollenspiels für religiöse Lehr-Lernprozesse unter besonderer Berücksichtigung des Religionsunterrichts. Und die Promotion fand statt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benediktbeuern. Im Jahr 2006 fand auch an dieser Hochschule die kumulative Habilitation statt und im Jahr 2012 wurde Herr Rieger zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Herr Rieger hatte mehrere Lehrstuhlvertretungen und Gastprofessuren inne. Auch von Herrn Rieger will ich drei Forschungsschwerpunkte nennen. Zum einen religiöse und kulturelle Bildung im Kontext der Flüchtlingsfrage. Zum zweiten Förderung der Lehrkräftebildung im Fach Religion für den Umgang mit einer heterogenen Schülerinnenschaft. Insgesamt möchte ich darauf hinweisen, dass Herr Rieger sehr, sehr engagiert beteiligt ist an dem Augsburger Projekt der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, Förderung der Lehrkräfteprofessionalität im Umgang mit Heterogenität. Und als dritten Schwerpunkt will ich nennen, und wir nähern uns damit sozusagen auch dem Titel des heutigen Vortrags, Habitusbildung von Lehramtsstudierenden durch professionelle Simulation. Auch Herr Rieger hat eine Vielzahl von Publikationen, Vorträgen und Lehrkräftefortbildungen aufzuweisen. Auch hier für Details verweise ich auf die jeweilige Internetseite. Aus der Vorstellung der beiden akademischen Lebensläufe wird deutlich, das Verbindende zwischen beiden Vortragenden als engagierte Didaktiker ist ihr Einsatz für eine Verbesserung der Ausbildung angehender MedizinerInnen bzw. angehender Lehrkräfte, um im Studium ein solides Fundament für die professionelle Ausübung der jeweiligen Berufe zu legen. An letzterer besteht ja in der Tat ein sehr großes gesellschaftliches Interesse, wie es uns nicht zuletzt die aktuelle Pandemie sehr deutlich vor Augen geführt hat. Welche innovative Rolle in der jeweiligen Ausbildung im Studium von MedizinerInnen und Lehrpersonen die Simulation von künftigen Realsituationen spielt und welche Möglichkeiten sie bietet, eventuell auch welche Grenzen sich zeigen, werden wir im anschließenden, zwar digital übertragenen, aber nicht simulierten Vorträgen erfahren. Wir dürfen ganz real gespannt sein. The floor is yours, meine Herren. Ja, liebe Frau Mattes, herzlichen Dank für die nette Einführung zu dieser Vorlesung. Und ich muss mal, sehr geehrte Damen und Herren, der Titel klingt ja erstmal so ein bisschen befremdlich. Frau Mattes hat den Bogen schon gespannt von Lehre, das ist unser verbindendes Element. Und ich muss sagen, als ich nach Augsburg kam, habe ich Frau Mattes eigentlich als erstes kennengelernt, denn sie war in meiner Berufungskommission, Frau Mattes. Und der Manfred Rieger hatte mir dann relativ, nach kurzer Zeit hatte er Kontakt auf mich, mit mir aufgenommen. Und gesagt, können wir nicht mal in Kontakt treten, Religionspädagogik und Medizin, habe ich erstmal gedacht, naja, das ist ja ganz interessant, aber die unmittelbare Schnittstelle habe ich tatsächlich auch so primär gar nicht gesehen. Und so haben wir uns dann kennengelernt
und sind in Gespräche gekommen, haben uns da vertieft und haben jetzt einen regen Austausch miteinander, sodass eigentlich die Idee über Manfred dann auch auf diesem Weg entstand, muss ich sagen. Somit bist du der Initiator des heutigen Abends letztendlich, weil wir darüber eigentlich diese Schnittstelle gefunden haben. Und das Interessante oder Tolle, was ich eben erlebe hier in Augsburg, ist es, wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen und auch in anderen Fakultäten ganz tolle Ideen zu sehen und auch die Parallelen da zu erkennen, obwohl es ganz andere Fachgebiete sind. Und da habe ich hier in Augsburg schon einige Netzwerke im positiven Sinne knüpfen können und ich finde es ganz toll, auch diese Erfahrung hier entsprechend machen zu können. Gut, das Thema ist heute Abend Simulieren statt Studieren, Medizindidaktik und Religionsdidaktik im Gespräch. Wir beginnen mal mit der Medizindidaktik und ich gebe Ihnen einen Einblick über die Ausbildung, wie arbeiten wir mit Simulation, wirklich einige Eindrücke, was passiert eigentlich so im Medizinstudium und warum machen wir das Ganze. Und auf diesem Bild sehen Sie schon, das erinnert Sie vielleicht sogar auch an Ihre Führerscheinprüfung, das hat irgendwas auch primär mit Sicherheit zu tun. Letztendlich kommt der ganze Gedanke in der Medizin auch aus dem Aspekt der Patientensicherheit, dass eben Notfälle ja nicht häufig oder regelmäßig auftreten, sondern eben für den Sonderfall, dass ein Notfall auftritt, entsprechend trainiert werden müssen. Und hier sehen Sie das zum Beispiel jetzt an einer Reanimations-, also Wiederbelebungspuppe, die Sie vielleicht in einer anderen Form, aber sicherlich aus Erste-Hilfe-Kursen ja auch schon kennen. Auch das ist ja eine Form der Simulation. Und deshalb wäre das Motto nicht studieren statt oder simulieren statt studieren, sondern studieren und simulieren. Was heißt das jetzt im Trainingszentrum? Und wenn ich an den Aspekt Patienten- oder Patientinnensicherheit denke, dann ist es eben nicht nur der Notfall, sondern es sind auch ganz viele basale ärztliche oder medizinische Fertigkeiten, die von unseren Studierenden gelernt werden müssen. Und Sie sehen hier auf diesem Bild jetzt einfach mal einen Unterarm, der aus Silikon ist, der hat entsprechend Venen, die können mit Blut gefüllt werden, sodass die Studierenden erstmal in der Simulation, nämlich hier an diesem Modell, lernen, die Blutentnahme durchzuführen oder auch einen Venenzugang zu legen und darüber dann eine Infusion geben zu können. Ein anderes Beispiel, und es gibt eine Vielzahl von solcher Modelle, die jetzt explizit auch gerade für das Fertigkeitentraining sind, sehen Sie hier einmal demonstriert, dass ich Hirnwasser über den Rückenmarkskanal entnehmen kann. Und Sie sehen auf dem unteren Bild da eine reale Situation, dass da der Arzt entsprechend so eine Punktion am Rücken vornimmt. Und die Studierenden lernen an Modellen erstmal überhaupt die Handhabung. Wie muss ich die Nadel einführen? Welche Widerstände habe ich? Und diese Modelle simulieren im Prinzip dann auch tatsächlich, wie es sich anfühlt in der Realität. Wobei es natürlich nicht die Realität ist, sondern erstmal nur ein Kunststoffmodell. Aber die Handhabung der Materialien wird hier schon mal ganz gut trainiert. Eine weitere Möglichkeit sind die virtuellen Patientenfälle. Und das ist so ein E-Learning-Format, das wir auch hier bei uns in Augsburg einsetzen, dass die Studierenden am Computer Fälle trainieren. Das sind aufbereitete Originalfälle oder auch gestaltete, didaktisch aufbereitete Fälle. Und da geht es wesentlich um die Aspekte der klinischen Entscheidungsfindung. Das heißt, da lernen die Studierenden zum Beispiel, wie auf dem Bild zu sehen, bei Blutausstrichen, was erkennen Sie in diesem Blutbild, was würden Sie daraus für eine Handlungskonsequenz ableiten, setzen Sie das in Bezug zu den Beschwerden des Patienten, der Patientin und so weiter. Das heißt, da wird anhand dieser Fälle die klinische Entscheidungsfindung trainiert. Wie komme ich von einem Befund, von verschiedenen Befunden zu einer Diagnose? Ein weiterer Aspekt, sicherlich das Neueste, kann man sagen, und da geht vielleicht die Reise hin, wenngleich wir da noch wenig Evidenz haben, ob es tatsächlich auch einen Effekt hat im Sinne des Lernens auch für die Patientinnen und Patienten und für die Patientensicherheit. Also da gibt es wenig wissenschaftliche Untersuchungen bisher zu, weil es eben doch gerade ein neueres Feld ist. Es ist die virtuelle Realität, das heißt, die Studierenden gehen mit einer VR-Brille in so ein virtuelles Setting rein und erleben sich quasi in einem dreidimensionalen Raum in virtueller Umgebung und können da entsprechende Handreichungen oder Maßnahmen ergreifen. Die Frage ist immer, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, muss es jetzt immer viel Technik sein, je moderner, fancier, umso besser? Das lässt sich so nicht sagen, das möchte ich Ihnen gleich dann im weiteren Verlauf auch nochmal veranschaulichen, was eigentlich eine gute Simulation dann tatsächlich ausmacht. Die Herausforderung, die sich da stellt, ist letztendlich immer der Transfer, denn es geht ja nicht um die Simulation an sich,
sondern wir nutzen die Simulation, um von da aus in die Realität oder in ein anderes simuliertes Setting hin zu transferieren. Und die Frage, die sich eben stellt, ist, wenn Sie das den Studierenden jetzt zum Beispiel in einem Trainingszentrum dieses Lumbalpunktionsmodell auf dem oberen Bild zur Verfügung stellen und die Studierenden trainieren das, dann ist es eben nicht automatisch so, dass sie es dann auch in einer realen Situation am Patienten in gleicher Weise durchführen können. Also der Transfer von der Simulation in das reale Setting ist nochmal ein anderer Schritt und der braucht einer gewissen Vorbereitung, die ganz entscheidend ist. Und dafür gebe ich Ihnen mal ein anderes Beispiel, vielleicht auch so aus dem Lebensalltag. Sie sind fast alle, gehe ich davon aus, Autofahrerinnen und Autofahrer. Und nehmen wir an, auch wenn Sie jetzt diese Modelle, die da jetzt mal erkennbar sind, nicht selber fahren, wird es Ihnen wahrscheinlich relativ leicht fallen, in den einen oder anderen Wagen einzusteigen und gleich loszufahren. Das ruckelt vielleicht mal so ein bisschen, aber Sie finden sich automatisch zurecht, weil Sie eben das Programm Autofahren gut beherrschen. Sie wissen genau, das ist jetzt ein Automatikfahrzeug auf beiden Bildern, aber Sie wissen im Prinzip genau, wo was zu tun ist, wo die Bremse ist, wo das Gaspedal ist und wie Sie entsprechend lenken. Der Transfer wäre jetzt schon schwieriger, wenn dieses Modell auf einmal bei Ihnen oder vor Ihnen stünde und Sie müssten jetzt in diesen Wagen einsteigen, wo das Lenkrad auf der rechten Seite ist. Das ist ja vom Setting her genau das Gleiche. Auch da haben Sie ein Lenkrad, Sie haben ein Automatikfahrzeug und trotzdem wird es Ihnen zunächst erstmal schwerer fallen, weil Automatismen, die Sie gelernt haben, sozusagen in Ihren normalen Alltag einzubauen, nicht mehr richtig funktionieren. Und das zeigt eben, dass der Transfer von einem, ich kann Auto fahren, auf die nächste Situation nicht zwangsläufig funktioniert, sondern immer Adaptierung benötigt. Und wir versuchen, diese Komplexitätssteigerung von Trainings für diese Studierenden eben von den reinen Fertigkeiten hin zu dann auch Einbindung von Patientinnen und Patienten in einer Steigerung der Komplexität in Trainingseinheiten einzubauen. Hier sehen Sie eine hybrid-immersive Simulation. Das bedeutet, dass die Patientin, also hier eine Schauspielpatientin, in die Situation eingebunden ist und man selber in einem realen, wie eine klinisch reale Situation eigentlich hier jetzt diese Hautnaht demonstrieren soll. Und es geht also jetzt nicht nur um die Nahttechnik, die Sie da im oberen rechten Bild sehen, sondern es geht auch darum, weil eben dieses Pad an der Patientin sich befindet, mit der Patientin zu kommunizieren und vielleicht auch adäquat zu reagieren, wenn die Patientin jetzt zum Beispiel Schmerz äußern würde oder Ängste äußern würde oder vielleicht auch den Arm zurückziehen würde. Das heißt, da kommt eine Komplexitätssteigerung in diese ganze Situation hinein. Eine andere Form der Komplexitätssteigerung ist eben, wie auf dem Bild schon zu sehen, die Schauspielpatienten. Und auch in Augsburg bauen wir ein Schauspielpatientinnenprogramm auf. Und dazu zeige ich Ihnen ein kurzes Video, wo es um ein Gespräch mit Angehörigen geht, wo Sie eine Schauspielerin in der Rolle entsprechend sehen. Ich sehe gleich die Mutter von dem anderthalb Jahre alten Fabian Förster. Die Schwestern haben mir schon notiert, dass Fabian seit 2 Tagen hohes Fieber bis 40 Grad hat. Die erste Herausforderung wird sein, die abwendbar gefährlichen Verläufe mit Anamnese und Untersuchungsbefund zu identifizieren. Und die zweite Herausforderung wird sein, dass vermutlich sich die Mutter mehr Sorgen machen wird, als ich das tue. Hallo, grüß Sie, Frau Förster. Boss ist mein Name. Hallo, Herr Bosse. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin Oberarzt hier in der Ambulanz. Ja, ich habe den Fabian schon ein bisschen draußen rumrutschen sehen. Was macht Ihnen am meisten Sorgen beim Fabian im Moment? Also er hat seit 2 Tagen Fieber. Und es geht nicht runter. Also es macht mir einfach irgendwie Sorgen. Mhm. Haben Sie das Fieber gemessen? Mhm, habe ich. Okay. Also es ist schon bis 40 hoch, aber maximal 38, also nicht unter 38. Und das schwankt halt immer. Und das weiß ich nicht, es kommt schon runter, wenn Sie was gegen das Fieber geben? Ja. Aber halt nicht unter 38. Und geht es dem Fabian besser? Wenn das Fieber runterkommt? Wenn es runterkommt, geht es ihm besser. Ja, er spielt dann auch und lacht auch. Aber es ist einfach trotzdem, dadurch, dass das so schwankend ist, mache ich mir Sorgen. Ja. Aber wir haben jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, aber das ist eine Sache, die mir dann nicht ganz so viel Sorgen macht. Wenn das Fieber runterkommt und es den Kindern schon besser geht, ist das häufiger was eine Sache, die uns nicht ganz so viel Sorgen macht als Ärzten. Genau, dieses kurze Video ist jetzt noch nicht zu Ende, das würde jetzt noch weitergehen, aber Sie sehen, dass mit dieser Schauspielerin im Prinzip doch schon ein sehr realitätsnahes
Setting demonstriert werden kann. Und dieses Training sowohl mit Studierenden, aber eben auch mit ärztlichen Kollegen und Kollegen, da geht es um, sozusagen durchgeführt wird, und da geht es um das Einüben von gewissen Kommunikationsmodellen, die zum Beispiel bei der Überbringung schlechter Nachrichten oder bei starken Emotionen zum Tragen kommen. Wir bauen das jetzt zurzeit hier in Düsseldorf auf, in Augsburg. Das Video kommt aus Düsseldorf, der Kollege Herr Bosse, der sich da freundlicherweise dann für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Und in Augsburg haben wir in dieser Woche auch die ersten Studierenden zu diesem Thema gehabt und haben auch dieses als Inhalt das Überbringen einer schlechten Nachricht zum Thema gehabt. Und da ist es so, dass wir als Beispiel jetzt einen Piloten, einen jungen Piloten haben, und dieser Pilot ist in der Situation, dass er ein Krampfleiden auf einmal entwickelt hat und nicht mehr seinen Beruf ausüben kann. Und es geht jetzt, der Auftrag an die Studierenden ist eben jetzt diese Botschaft oder diese Nachricht dem Piloten oder diesem Schauspielpatienten zu übermitteln. Wenn wir weitergehen, kommen wir in die komplexen interprofessionellen Simulationen. Das ist nochmal eine weitere Steigerung der Simulation. Das heißt, da kommen auch andere Professionen mit ins Tragen oder in die Funktion hinein. Und Sie sehen, das ist ja ein sehr komplexes System. Da haben wir ganz viele Personen, da sind viele Gerätschaften. Das geht vielleicht schon in die Richtung eines Flugsimulators zum Beispiel. Von der Komplexität her, so stellt man sich das vor. Und viele sagen dann, oh, das ist ja toll, und je mehr Technik, desto besser, Technik begeistert. Aber das ist eben nicht unbedingt der Fall, und das zeige ich Ihnen einmal an dem nächsten Bild. Was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir in so eine Situation reinkommen? Und Sie sehen, dass eine Menge an Informationen verarbeitet werden muss, die sowohl über Sehen, Hören, Fühlen, Tasten, also über unsere Sinnesorgane, letztendlich von uns aufgenommen wird. Und diese Informationen kommen jetzt in unseren Kopf rein, in unser sensorisches Gedächtnis, und dann sehen Sie dann noch das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Und was vielleicht fehlt, vielen vielleicht eher noch vertraut, ist das Kurzzeitgedächtnis. Und diese Perspektive haben wir ein bisschen gewechselt, oder aufgrund der kognitiven Forschung wissen wir, dass eben das Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis nicht einfach statische Platten sind, wie eine Festplatte, die zu bespielen ist, sondern dass es eher ein Prozess ist, ein hochdynamisches System ist, was sich ständig im Austausch befindet. Und das Arbeitsgedächtnis ist im Prinzip die Stelle, bei der aktive Echtzeitinformation verarbeitet wird, und alles, was reingeht, muss irgendwie durch das Arbeitsgedächtnis durch und da weiterverarbeitet werden. Und das kann jetzt einmal eine zufällige Aufnahme sein, das heißt, ich höre irgendwas und bleibe hängen und nehme das auf, oder es kann auch eine ganz bewusste Fokussierung der Aufmerksamkeit auf diesen Punkt sein. Und Sie sehen hier, dass das Arbeitsgedächtnis in einer kontinuierlichen Auseinandersetzung oder im Austausch mit dem Langzeitgedächtnis ist. Da findet Aktivierung statt, und da findet eben auch sozusagen eine Speicherung statt. Und wenn Sie sich jetzt das auf diese Situation übertragen, wenn ich überhaupt noch nicht vertraut bin mit so einer Situation, vielleicht haben Sie mal die Erfahrung gemacht, auf einer Intensivstation zu sein, weil Sie Ihren Angehörigen besucht haben, dann ist ja eine ganze Menge fremd erstmal, und diese Information, die muss irgendwie verarbeitet werden. Und wenn ich jetzt Studierende, die vielleicht auch noch gar nicht in diesem komplexen Setting sich orientieren können, wenn ich sie da jetzt reinstecke, dann geht eine Menge an Aufmerksamkeit weg, und ich erreiche vielleicht gar nicht das eigentliche Ziel, was ich in der Simulation gerne erreichen möchte. Und am Ende haben die Studierenden vielleicht irgendwas gelernt, aber vielleicht gar nicht das, was mir jetzt in der Lernsituation besonders wichtig war. Denn dieser dauerhafte Austausch mit dem Arbeitsgedächtnis, der unser limitierter Speicher ist, da findet für uns sozusagen die Änderungsprozesse statt, die wir brauchen, um auch unser Verhalten zu ändern. Ohne diese Rückkopplung Arbeitsgedächtnis, Verarbeitung, Langzeitgedächtnis, Austausch ist das einfach schwierig. Und erst dann kommen kognitive Leistungen, und am Ende steht dann hier das beobachtbare Handeln, was dann auch zu einer Reaktion führt. Und wenn Sie sich das auf diesem Bild anschauen, dann haben wir hier einmal das Pre-Briefing, das sogenannte Briefing, die Simulationsübung, das Debriefing und die Zusammenfassung. Und das bedeutet, das haben Sie vielleicht vom Namen her sicherlich aus verschiedenen anderen Settings gehört, vielleicht auch von der Pilotenausbildung. Warum machen wir das? Weil wir eben wissen, dass diese Schritte notwendig sind, um eben in der Simulation wirklich oder aus der Simulation das Bestmögliche herauszuholen und da wirklich auch Lernen zu ermöglichen. Und zwar mache ich das am Anfang, indem ich erstmal in das Setting einführe und wirklich kognitive Last, Cognitive Load wäre dann so der Begriff, da rausnehme und erstmal schon mal ganz viel Information und
Kontext erkläre, damit eben nicht alles fremd ist. Dann komme ich vor der Simulationsübung in die Rolle, erstmal zu klären, welche Aufgabe hast du, was machst du, schau dir das Modell mal an, um einfach da auch kognitive Lastung oder Belastung wegzunehmen, um dann in die eigentliche Simulationsübung reinzukommen, die ich sehr fokussiert auswähle und dann eben die Lernende in eine ganz spezifische Lernsituation reinbringe. Und das Entscheidende, und ich glaube, das hatten Manfred und ich dann auch im Vorgespräch für uns beide dann auch gut nachvollziehen können für die jeweiligen Settings, ist eben dann, dass das Debriefing, also die Nachbesprechung, der eigentliche entscheidende Schritt ist für so eine Simulation, und die muss professionell angeleitet und auch vorbereitet sein, weil nur dann, wenn wirkliche Schritte eingehalten werden, dann wirklich auch eine Veränderung im Austausch Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis tatsächlich stattfindet. Das Ganze in so einem Setting, hier sehen Sie mal ein Bild aus unserem Trainingszentrum an der Medizinischen Fakultät. Es ist dann so, dass die Studierenden in solchen Räumen sind. Wir haben Kameras, hier gibt es einen sogenannten, vielleicht bekannt als Spionspiegel. Das heißt, hier können Studierende etwas simulieren und auf der anderen Seite stehen Kommilitoninnen, beobachten das Ganze und die Situation wird dann im Debriefing nachher nochmal aufgenommen. Das Ganze kann man als Patientenzimmer gestalten, sodass auch eine stationäre Situation dargestellt werden kann. Sodass abschließend die Frage ist, naja, Sie sehen hier zwei unterschiedlich komplexe Simulationsszenarien. Einmal ein sehr komplexes System mit ganz vielen Gerätschaften, eine Intensiveinheit, die danach gebildet ist, oder ein ganz basales, ganz einfaches Modell, wo es einfach nur darum geht, die Atemwege zu sichern. Und da ist jetzt so die Frage, viele sagen, naja, das ist ja nur eine Gummipuppe und das andere ist ja Hightech. Aber die entscheidende Frage ist immer, was soll konkret gelernt werden? Und die Lernziele, das, was ich eigentlich vermitteln möchte, die definieren dann mein simuliertes Setting. Also das, was ich eigentlich auswähle, um genau diesen Punkt an die Studentinnen oder Studenten dann zu vermitteln. Und der letzte Punkt eben, dass ein professionelles Debriefing ganz entscheidend ist für diese, für die Simulation, dass man wirklich zu einer Veränderung auch der Rahmensetzung, die im Gehirn vorhanden sind. Wir alle leben mit Automatismen und wir wollen ja etwas verändern durch das Lernen. Und dafür muss ich es erstmal zeigen und bewusstbar machen, um dann neue Andock- oder Verankerungsmöglichkeiten zu schaffen. Sodass Medizin am Ende nicht nur heilen ist, sondern eben auch Fürsorge oder darauf aufpassen. Und letztendlich müsste über allem groß drüber stehen die Patientensicherheit. Und das ist im Prinzip der wesentliche Motor, weshalb wir auch die Simulation in der medizinischen Ausbildung einsetzen. Vielen Dank, dann wäre ich soweit. Bin meinen Beitrag durch und übergebe gerne an dich, Matthias. Vielen Dank. Wir bleiben beim Simulieren, wir bleiben beim Studieren, aber Sie sehen schon an diesem Bild, wir simulieren Unterricht in der Lehrerbildung. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das sind doch wohl keine Schüler. Nein, das sind keine Schüler. Sie werden die Auflösung dann während des Vortrages sehen. Wer da wen simuliert. Vom Ablauf her orientiere ich mich an dem, was der Herr Rotthoff dargestellt hat. Pre-Briefing, Briefing, dann die Simulation und das Debriefing. Zum Pre-Briefing. In der Lehrerbildung würden wir hier einfach Unterrichtsvorbereitung sagen. Hier nehmen wir eine Szene raus aus einem Buch, das im Religionsunterricht gelesen worden ist. Die Studierenden bereiten sich vor, um was geht es hier. Ich gebe dir noch eine Chance, Gott. Das ist das ganze Buch, deshalb Ganzschrift, die im Religionsunterricht gelesen wird. Es geht um ein kleines Mädchen, die Nina, die sieht eine Katze und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Viele haben Tiere, Haustiere daheim. Wir hatten daheim eigentlich immer auch Katzen, ähnlich wie diese kleine, schöne Katze, die Sie hier auch sehen. Und diese Nina beobachtet, wie eine Katzenmutter mit ihrem Kind über die Straße fährt, ein Lastwagen daher rauscht und die Katzenmutter überfährt. Sie ist noch halb am Leben, versucht irgendwie zu ihrem Kind zu kommen. Diese kleine Nina sieht das und überlegt, was kann ich tun? Sieht Arbeiter, die sagen, hey, das passiert halt. Denkt an Gott und sagt, Gott, also jetzt bitte ich dich, du kriegst noch eine Chance und jetzt hilf.
Und schon ganz am Anfang des Buches heißt es dann so, Gott, jetzt ist aus. Jetzt glaube ich nicht mehr an dich, weil das kann nicht sein, dass dieses kleine Kätzchen bei der toten Mutter liegt. Und dann geht es in diesem Buch einfach weiter, wie diese Nina versucht, damit umzugehen. Sie will daheim das unterkriegen, kommt natürlich in Streit mit der Mutter. Die Studierenden kommen, also die simulieren in diese Szene rein, die im Religionsunterricht gelesen wird. So vorbereitet gehen wir zur Simulation, bauen das Modell auf. Es ist keine ganze Klasse. Ich habe es vorher schon angedeutet. Sie sehen vier in der Schülerrolle. Und da ist einer, der so den Kopf auf dem Tisch hat. Das ist ein Lehrer hier von einem Augsburger Gymnasium, der schon sehr lange Lehrer ist. Wir nennen das Expertenlehrer, der also sehr viel Erfahrung hat. Und dieser Lehrer geht in die Schülerrolle rein. Das ist sehr wichtig, weil wir dann ein sehr reales Setting haben, weil er einfach viele Fälle hat und nicht überspielt wird. Und wir haben die Studierenden, die in die restlichen drei Schülerrollen reingehen und natürlich mindestens eine Studierende, wir wechseln da auch immer, die in die Lehrerrolle reingeht. Sie will ja Lehrer werden, so wie die anderen drei, neben dem Axel Herrschke, der Expertenlehrer ist, in dem Simulationsmodell. Also das ist das Grundsetting. Und ich habe jetzt mal einen ganz kleinen Ausschnitt, wie das jetzt funktionieren kann. Wir gehen jetzt mitten in den Unterricht rein. Es ist ein Teilausschnitt, den die Studierende in der Lehrerrolle mit diesen vier Schülern lesen will. Nein, jetzt wird nicht umgesetzt. Wir können jetzt bitte hier weiterlesen. Axel, ab Zeile 11 weiter. Laut vorlesen. Weiß ich, sagte Nina heftig, Gott ist aus Geist. Um ihn rum ist endlos viel Raum. Er sitzt nicht auf einem Thron im Himmel. Er wird nicht von Engeln umschwebt. Zu seinen Füßen kauern keine toten Seelen und himmeln ihn an. Was ist denn eine tote Seele? Nee, hier geht es jetzt nicht um das Brot, das beim Bäcker kaufen kann. Ja, stimmt. Es geht um knolligen Gesellschaft. So, ganz kurzer Ausschnitt. Einfach zunächst mal der Vergleich zu dem, was Sie vorher gehört haben und gesehen haben. Der Unterricht, der schaut ja relativ einfach aus. Da sind jetzt vier Schüler, eine Lehrkraft. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem interprofessionellen Training in der Medizin mit vielen Geräten, dann denkt man, ach, das ist ja einfach. Also Unterricht ist ja einfach. Kennen Sie ja auch alle, Sie waren alle in der Schule. Und das ist etwas, was man dann im Kopf hat. Ja, da liest man halt ein bisschen was. Aber allein schon bei diesen vier, wenn Sie jetzt von der Lehrkraft ausgehen, die versuchen kann, alle vier Schüler in den Blick zu kriegen, dann muss sie noch schauen, wo bin ich im Text, wie reagiert der Störenfried, der da mit drin ist. Und das haben wir dann versucht herauszuarbeiten, indem wir zumindest mal drei Kameraperspektiven haben. Das sind aber jetzt nur drei. Sie müssen auch dran denken, in vielen Klassen haben wir 30 Schüler. Also das potenziert sich noch. Aber versuchen Sie jetzt auch mal, diese drei Perspektiven gleichzeitig wahrzunehmen. Nein, jetzt wird nicht umgesetzt. Wir können jetzt bitte hier weiterlesen. Axel, ab Zeile 11 weiter. Laut vorlesen. Weiß ich, sagte Nina heftig, Gott ist aus Geist. Um ihn rum ist endlos viel Raum. Er sitzt nicht auf einem Thron im Himmel. Er wird nicht von Engeln umschwebt. Zu seinen Füßen kauern keine toten Seelen und himmeln ihn an. Was ist denn eine tote Seele? Nee, hier geht es jetzt nicht um das Brot, das beim Bäcker kaufen kann. Ja, stimmt. Es geht um knolligen Gesellschaft. So, vielleicht haben Sie schon gemerkt, also bei drei Perspektiven ist das einiges schwieriger, festzustellen, wo passiert jetzt gerade was, wer stört, wer liest mit, wer versteht vielleicht etwas nicht. Wenn wir zunächst einfach mal vom Debriefing auf die formale Ebene gehen, das heißt zunächst mal zu gucken,
wie erlebte ich mich in der Rolle? Habe ich meine Erwartungen in der Rolle umsetzen können? Beispielsweise, das können Sie sich jetzt auch fragen. Also wäre ich gerne in einer Rolle gewesen, vielleicht lieber nicht in der Studierenden, die in der Lehrerrolle ist, weil ich dann handeln muss und überlegen muss, wie hätte ich da jetzt reagiert? Hätte ich mitgelacht? Ist Lachen da professionelle Reaktion oder ist Lachen Schwäche zeigen? Das sind diese Elemente, die wir bei einem ersten Schritt des Debriefing entsprechend reflektieren. Oder dann auch, was für viele Studierende interessant ist, in der Schülerrolle, wie kann ich stören? Die Kollegin, die in der Lehrerrolle ist, traue ich mich denn da überhaupt? Oder denke ich mir, nachher komme ich auch in die Lehrerrolle, dann lasse ich es lieber. Vielleicht denken Sie auch dran, als ich im Unterricht war, so wie ich Schule erlebt habe, ich war so einer, der ständig gestört hat, so eine, die ganz brav war oder andersherum. Also das sind so die ersten Elemente, die wir anschauen auf der formalen Ebene. Der zweite Schritt ist dann, dass wir gucken, wie wäre es in der anderen Rolle, sodass die Studierenden, die in der Schülerrolle simuliert haben, auch dann in Gedanken zumindest, in die Lehrerrolle reingehen. Boah, das, was ich gesagt habe, diese Provokation, wie hätte ich denn da als Lehrkraft reagiert? Also, dass wir die Perspektiven wechseln, wie hätte ich auf die Simulation der anderen reagiert, was war für mich sehr nah, wo hätte ich mich hineinversetzen können, das ist auch sehr wichtig. Und vor allem jetzt gerade in Corona-Zeiten können wir ja nicht direkt simulieren. Da arbeiten wir mit den Aufnahmen. Und die Studierenden sagen zum Teil, boah, bin ich froh, dass ich nicht direkt simulieren musste. Schon vom Zusehen ist mir heiß geworden. Also das zeigt vielleicht auch, wie dieser Handlungsdruck schon durch das Anschauen entstehen kann. Das waren jetzt mal so ein paar Elemente, wie wir auf der formalen Ebene das Debriefing durchführen. Wir haben noch unterschiedliche andere Elemente. Der nächste Punkt wäre jetzt für mich wichtig, auf die inhaltliche Ebene zu gehen. Also formal wäre beispielsweise die Studentin in der Lehrkraft, die lacht darüber, das ist okay, das gehört zum Lehrersein dazu, Humor gehört dazu. Wobei sie hinterher dann schon auch gefragt hat und wir diskutiert haben, wie viel Humor gehört dazu? Wie viel kann ich zulassen und was nicht? Auslöser war aber dann eine Seele, ach, das ist die vom Bäcker. Alle haben gelacht. Wie gehe ich als Lehrkraft damit um? Natürlich ist in dem Buch nicht die Bäckerseele gemeint. Aber diese Seele vom Bäcker, die Sie zumindest im süddeutschen, schwäbischen Raum kaufen können, in jeder Bäckerei, die ist auch da und die ist real. Die können die Schüler auch kaufen, während sie die Geistseele eher nicht sehen können. Wären wir jetzt nicht digital, dann könnten wir solche Seelen auch sehen und nachher vielleicht auch essen. Aber hier müssen wir entsprechend einfach mit dem Bild Vorlieb nehmen. So schauen die in etwa aus, mit Kümmel drauf, mit Salz, außen knusprig, innen relativ saftiger Teig. Woher kommt denn das überhaupt? Also wenn Sie auf Bäckerseiten gehen, kommt oft, naja, die sind zuerst gebacken worden um aller Seelen herum. Also 2. November. Aber das ist eine relativ oberflächliche Erklärung. Eine andere mögliche Erklärung wäre, dass im Mittelalter die Vorstellung vorgeherrscht hat, dass wenn jemand stirbt, er ins Fegefeuer kommt und andere für diese tote Seele beten muss. Und die Reichen haben gedacht, naja, lassen wir die Armen beten und als Bezahlung geben wir Brot. Also das kann eine andere mögliche Erklärung sein, die Studentin jetzt nicht eingesetzt hat. Aber das wäre eine Möglichkeit, nicht nur auf der formalen Ebene auf die Störung im simulierten Unterricht zu reagieren,
sondern auch inhaltlich deutlich zu machen, wie kommt es denn, dass wir heute in einer Bäckerei eine Seele kaufen können und damit Brot machen. Brot ist jetzt natürlich nicht das Einzige, was wir in der Theologie haben und in der Lehrerbildung. Da ist Seele, ja, was ist Seele? Das ist gar nicht so einfach festzustellen. Es ist der Teil, dass das Lebendige des Menschen ausmacht. Leib und Seele kennen wir auch, das kennen auch die Studierenden aus der Werbung. Viele werben damit und das funktioniert sehr gut. Also wenn wir dann da Bier sehen und Brot sehen oder Schweinshaxen, dann mit dem Werbeslogan mit Leib und Seele, da essen wir doch noch lieber und denken nicht dran, was da alles rauskommen kann, was den Bauch anbelangt oder sonst irgendwas. Leib und Seele, Seele als Lebensgrund, das wäre eine Möglichkeit, den Schülern das nahezubringen, was Seele will. Es gibt sehr unterschiedliche Deutungen dann, was wir in der Theologie oft haben, dann das Auseinanderdriften, Leib gegen Seele. Das ist aber so von der und in der modernen Theologie nicht gewollt. Beides gehört zusammen. Warum habe ich ein Fenster? Seele, Geist, Seele lässt sich nur schwer darstellen. Und hätte ich hier sowas Geistartiges oder sowas Taubenartiges, dann kommt eben das nicht mehr raus, dass es bei Seele und bei Geist um etwas geht, das das Materielle innerweltlich überschreitet. Und das ist ja etwas, was in der Theologie sehr wichtig ist, dass wir sagen, nicht das Leibliche hat keine Bedeutung, aber dass wir sagen, es gibt was anderes. Es lässt sich nicht alles einfach nur materiell verrechnen. Und das ist vielleicht so ein Grund, den man in einer Diskussion über Seele, über Geistseele mit den Schülern eruieren kann. So viel zum Debriefing. Wenn wir auf die Lerntheorie schauen, möchte ich das ergänzen, was Kollege Rotthoff vom Kopf her gemacht hat. Also kognitive Theorien, das ist eigentlich so das Übliche, was wir auch in der Lehrerbildung haben, dass wir sagen, ja, wie verarbeitet man Informationen? Aber gerade in der Lehrerbildung, aber ich glaube auch in anderen Bereichen, merken Sie, der Kopf ist das eine, aber das Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, ist das andere. Und Bauchgefühl in einer professionelleren Sprache wäre innere Haltung, Habitus. Wie kommt es zu so einer inneren Haltung? Auf Unterricht bezogen? Ganz klar, wir alle waren im Unterricht, 9, 13 Jahre. Vielleicht auch haben Sie den Unterricht Ihrer Kinder erlebt und haben so manches sich gedacht. Bei dieser Verarbeitung, kognitiv, bildet sich eine Grundhaltung, eine innere Haltung. Eher vorbewusst, vielleicht unbewusst. Und diese Haltung scheint so zu sein, dass die manchmal auch die kognitiven Verarbeitungsprozesse verändert, schräg werden lässt. Bestimmte Dinge kommen dann da gar nicht durch. Wie könnte das ausschauen, diese innere Haltung, die von der Theologie her natürlich mit Thomas von Aquin in Verbindung gebracht werden könnte oder dann von der Philosophie her mit Aristoteles. Strukturtheoretische Professionalisierung sagt grundsätzlich mal, es gibt empirischen Fallbezug, also das, was Sie in der Schule erlebt haben, da müssen Sie noch nicht Lehrer, Lehrerin gewesen sein, das, was Sie von Ihren Kindern gehört haben, oh, die Lehrerin, ganz schlecht, oder der Lehrer, ganz toll. Und dann das Fachrepertoire, also die Methoden. Wenn die Kinder natürlich Methoden erleben, Frontalunterricht und richtig zugeballert werden mit Informationen, dann verfestigt sich das.
in der Haltung. Dann ist es für Lehramtsstudierende gar nicht so einfach, da rauszukommen. Im Kopf wissen sie sehr wohl, ich muss die Schüler aktivieren. Aber wenn sie selber vorbereiten, zack, kommt das, was sie unbewusst einfach entsprechend die ganze Zeit gelernt haben. Wir nehmen also das, wie jemand geworden ist, den Habitus mit auf und versuchen da anzuknüpfen, damit sich entsprechend diese innere Haltung verändert. Ich kann Ihnen sagen, das ist gar nicht so einfach. Der erste Schritt ist manchmal so, dass dann die Studierenden hinterher sagen, wusst habe ich schon, aber unter Handlungsdruck, als der mich provoziert hat, habe ich so gehandelt, wie ich gedacht habe, so handle ich nie. Ich habe ja gelernt, wie man professionell handelt. Also das sind dann die Elemente, die wir anschauen, um dann entsprechend in der Lehrerbildung professioneller handelnde Studierende zu haben, die dann hoffentlich auch unter Handlungsdruck im Referendariat ihren Mann und ihre Frau stehen können. Bildquellen, vielen Dank. Lieber Herr Rieger, lieber Herr Rothoff, ganz herzlichen Dank für Ihre anregenden Vorträge. Ich denke, man hat sehr gut gemerkt, dass sich die beiden Vorträge auch aufeinander bezogen haben und dass es sicher großen Sinn macht, miteinander im Gespräch zu bleiben. Im Chat waren jetzt noch keine Rückfragen, aber vielleicht kommen die ja noch. Dann fange ich einfach mal an und nehme ein paar Punkte auf, die mir während des Vortrags eingefallen sind und dann denke ich, können sowohl Herr Rothoff als auch Herr Rieger dazu noch ein bisschen was sagen. Vielleicht mögen sich dann andere auch an der Diskussion beteiligen. Versuchen wir es mal so, würde ich sagen. Also, Herr Rothoff, es war wirklich sehr anregend, fand ich. Ich habe mir überlegt, zum einen, wie ernst werden eigentlich solche simulierten Situationen von den Studierenden genommen? Das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist. Dann natürlich auch Ihr Hinweis, dass sicher der Transfer wirklich schwierig ist. Da hatte ich mir auch noch die Frage gestellt, wie vergleichbar sind Situationen und sozusagen welche Möglichkeiten gibt es, um Adaptierung zu lernen? Und wie nachhaltig sozusagen ist das, was man in simulierten Situationen gelernt hat? Grundsätzlich habe ich dann nochmal überlegt, ja, also gerade auch unter dieser Perspektive der Nachhaltigkeit und der spezifischen Herausforderungen in Ernstsituationen ist, denke ich, mindestens genauso wichtig, so wäre zumindest eine Idee oder ein Gedanke von mir, dass es kontinuierliche Fortbildungen von MedizinerInnen für MedizinerInnen geben muss, auch eine kontinuierliche Supervision. Also ich habe gerade an sowas gedacht wie das Übertragen einer schlechten Nachricht. Es ist ja eine sehr, sehr individuelle Situation und da ist sicher der Transfer sehr, sehr schwierig und ich kann mir vorstellen, dass man, wie soll ich sagen, die Fallstricke, auch vielleicht die Fallstricke der eigenen inneren Haltung, erst richtig erfährt, dann in der konkreten Situation und in vielleicht auch Fehlern, die man macht oder die einem vielleicht selbst auffallen oder die eben dann einem durch Supervisoren nahegebracht werden können, sodass man vielleicht nochmal in einer viel grundsätzlichen Art und Weise an sich arbeiten kann. So viel erstmal zu Herrn Rothoff. Und zu Herrn Rieger, da habe ich mir überlegt, zum einen gab es eigentlich einen bestimmten Anlass, Herr Rieger, dass Sie zu dieser Methode der Simulation in der Lehramtsausbildung gekommen sind. Gibt es bestimmte Vorbilder, an denen Sie sich orientieren? Dann habe ich mir überlegt, ja, was sind eigentlich die Vorteile der Simulation gegenüber realen Praxiserfahrungen? Wo würden Sie die sehen und wo sehen Sie die Nachteile? Denkt zum Beispiel daran, dass wir ja jetzt in anderen Bundesländern noch sage ich mal, nicht in Bayern ein Praxissemester haben im Lehramtsstudium, wo es natürlich darum geht, dann in der Praxis an Situationen zu lernen und auch da sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen, sich selbst beobachten zu lernen, Situationen aus verschiedenen Perspektiven erkennen und bewerten zu lernen. Was habe ich mir noch gedacht? Oder was ist mir noch durch den Kopf geschossen? Wie gut gelingt eigentlich die Integration mit der simulierten Rolle? Provokativ gefragt,
wie echt ist die Simulation? Und dann vielleicht als letztes an Sie beide, diese innere Haltung ist ja ein ganz wichtiger Begriff, finde ich, Herr Rieger. Und da ist meine Frage, ist das etwas, sozusagen, was Sie beide, wo Sie beide sagen würden, ja, also auch Sie, Herr Rotthoff, das ist etwas, also sozusagen Habitusbildung, Veränderung innerer Haltung ist ein zentrales Ziel, das vielleicht dann auch die beiden Disziplinen verbindet im Einsatz von Simulationen. Und jetzt schaue ich, jetzt setze ich mich mal hin, wir warten die Antworten ab und ich schaue mal, ob weiteres dann im Chat kommt. Okay, Frau Mattes, das war jetzt eine Steilvorlage für mein Arbeitsgedächtnis, ob ich diese Fragen jetzt noch alle weiß, die Sie jetzt gefragt haben. Vielen Dank dafür. Ich greife mal das Letzte auf mit der Habitusbildung, weil das vielleicht auch der Ausklang war. Ich glaube, es betrifft beide Seiten und da haben wir bei uns oder mit uns eigentlich auch die ganz guten Parallelen gesehen. Ich fokussiere das jetzt mal eher auf die Lehrenden, weil wir in der Medizin ja die Situation haben, dass wir in der Regel Ärztinnen und Ärzte, die ja den Beruf des Arztes oder der Ärztin jetzt erstmal nicht als Lehrer oder Lehrende gewählt haben, sondern eben um kurativ in der Patientinnenversorgung aktiv zu sein oder zu arbeiten, dass die jetzt an der Uniklinik eben mit drei Aspekten auch befasst sein sollen, dass wir eben dann die Krankenversorgung, die Lehre und auch die Forschung. Und die Rolle des Lehrenden oder der Lehrenden aufzunehmen für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, das ist tatsächlich auch unsere Fakultätsentwicklung und da arbeiten wir eben, das war unsere Parallele, die wir auch gesehen haben, dass es sehr viel auch um die Haltung geht, welche Haltung nehme ich in meiner Rolle als Lehrende oder Lehrende ein. Also spielt bei uns eine große Rolle in der, auch in der Übertragbarkeit und auch in der Entwicklung von letztendlich Ärztinnen und Ärzten, die dann zu Lehrenden ja erstmal werden, denn die knüpfen ja in der Regel auch bei ihrem eigenen Studium an, sofern sie jetzt nicht kontinuierlich in der Lehre weiter tätig waren. Also das ist, da ist auch Haltung zu entwickeln. Wie verstehe ich mich in der Selbstwahrnehmung als Lehrender oder als Lehrende? Ich weiß nicht, sollen wir es dialogisch machen, Matthias? Vielleicht, dann greifen wir die anderen Punkte von Frau Mattes auf, aber dann sozusagen arbeite ich das jetzt nicht nacheinander. Genau, aber das war unser Aspekt, wo wir gemerkt haben, das ist doch eine ganz interessante Schnittstelle, wenn man das bei den Lehrenden sich anschaut. Und dass es ja auch durchaus auch Vergleiche gibt in der Bildung, wo eine ähnliche Situation da ist, wo eigentlich ein Beruf jetzt nicht beim Lehrer oder bei der Lehrerin, die geht ja in dieses klassische Berufsfeld rein, dass es da durchaus auch Parallelen mit der Medizin gibt. Ja, absolut. Innere Haltung. Ich möchte mal ein Beispiel bringen aus meinem Referendariat. Am Anfang, das geht den meisten Referendarinnen und Referendaren so, ist es relativ schwierig, eine Klasse ruhig zu kriegen, dass die aufmerksam sind. Und dann haben wir den Rat gekriegt, ja, das strahlt die innere Haltung aus. Wir haben uns als Referendare angeschaut und gedacht, ja toll, was hilft das uns? Ich brauche ein Rezept, weil das geht sonst überhaupt nicht. Innere Haltung, ja klar, das habe ich noch gar nicht. Wenn ich Anfänger bin im Beruf, dann ist diese innere Haltung noch eher in der Schülerrolle. Und dann tue ich mir schwer, in die Lehrerrolle reinzukommen. Und da ist die Parallele mit der Medizin jetzt wieder gegeben, weil unsere Medizinstudierenden kommen eben auch als Schülerin oder Schüler. Und es ist ja eine Berufsausbildung, die sie bei uns machen, nämlich zum Arzt oder zur Ärztin. Und diese Rolle, also die Rolle der Ärztin oder des Arztes einzunehmen, ist ja ein Entwicklungsprozess. Das ist ja auch eine Berufshaltung, sage ich jetzt mal. Und da reicht es eben nicht, jetzt nur den weißen Kittel anzuziehen und dann sagen die auch, naja, das fühlt sich erstmal fremd an, wenn ich jetzt so einen Kittel anhabe. Nee, das ist eben mehr und das bedeutet eben auch so eine Sozialisierung in dieser Berufsrolle und das geht dann in so eine Richtung. Und das ist ja auch so ein Prozess im Referendariat. Also manche versuchen sich so kumpelhaft anzunähern an Schüler und damit dann entsprechend umzugehen. Auch da müssen zunächst mal die Referendare, die Studierende in die Lehrerrolle reinkommen, da reinwachsen, ausprobieren, auch Fehler machen dürfen. Da war ich zu kumpelhaft, da war ich zu sehr auf der Freundschaftsebene. Dann kann es aber natürlich auch das Gegenteil geben, also dass man dann eher so wie ein Feldwebel reinkommt und merkt, naja, ruhig ist die Klasse jetzt schon, aber jetzt ist sie so ruhig, dass sie gar nicht mehr agieren, nicht mehr sich trauen, entsprechend etwas zu sagen. Also dieses Reinwachsen, das war für mich so wirklich ein wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, das wird eigentlich kaum angeschaut in der Lehrerbildung. Und das habe ich halt einfach in der Sozialarbeiterbildung anders erlebt. Da ist viel weniger vorstrukturiert und da muss ich immer gucken, boah, volles Chaos, wie sortiere ich das?
Und das war für mich, also das war jetzt eine andere Frage von der Frau Mattes, wie ich da dazugekommen bin, das war für mich so ein Ausgangspunkt, wo ich sage, ja, bei Sozialarbeitern ist das so unstrukturiert und in der Lehrerbildung ist alles schön strukturiert, klar, Unterricht vorbereiten, aber schon allein die Reflexion, ja, das machen wir halt noch ein bisschen schriftlich, aber die Vorbereitung riesengroß, nach Modell Klafki und so weiter und so fort. Und die Studierenden können schon gar nicht mehr hören, weil das viel Theorie ist und ganz wenig Praxis. Ja, deshalb, so kamen wir ja auch ins Gespräch, wäre es ja ein ganz interessanter Aspekt. Frau Mattes hatte es gesagt, naja, welchen Mehrwert hat es? Da können wir gleich gerne ja nochmal auf jeden Fall drauf eingehen. Ich fand es ganz interessant, ob man dieses Modell des Skills Lab oder Trainingszentrums, wie wir das haben, ob man das nicht einfach auch auf die Lehrerinnen- oder Lehrerbildung übertragen kann. Also was du jetzt ja in so einem Setting gemacht hast, könnte ja auch Bestandteil der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden, dass man sagt, naja, das gehört zum festen Plan, dass man sagt, man hat eine Simulation, so Simulationseinheiten, wo ich eben in solche Settings reingehe. Und vielleicht noch zu der Frage, die Frau Mattes stellt, da ja, was hat jetzt Simulation für einen Mehrwert? Und gerade der Transfer, ich glaube, das ist tatsächlich, man kann auch simulieren und simulieren und simulieren. In den Anfängen der Trainingszentren in Deutschland, in den Medizinstudiengängen, da wurde ganz viel Fertigkeitentraining irgendwo hingelegt. Und dann haben die Studierenden das im Trainingszentrum gemacht und dann aber nicht den Transfer geschafft in die Praxis. Es gab eben keine anschließende Praxiseinheit, in der sie das dann in einen anderen Kontext übertragen konnten. Es blieb also isoliert im dritten, vierten Semester und dann kam es vielleicht dann wieder im neunten und dann fange ich natürlich wieder von vorne an. Also dann macht die Simulation keinen Sinn, aber wenn ich es integriere oder auch in die Ausbildung immer wieder und dann vielleicht auch eine Praxiserfahrung mache, das war ja auch eine Frage von der Frau Mattes, dann glaube ich, dann könnte es gelingen mit und dann wäre das Entscheidende wieder die Reflexion dabei, denn ich glaube, der Unterschied Simulation zum Rollenspiel, das ist ja auch der Grad ist oder die Vergleichbarkeit ist sicher da und es wird auch häufig synonym genutzt, aber ist, glaube ich, eher die Modellierung, dass wir jetzt nicht eine Rolle spielen und jeder spielt mal, wie er meint oder wie sie meint, sondern dass wir wirklich uns an Modellen orientieren. Die können jetzt haptisch sein, also zum Anfassen, oder das können eben auch theoretische Modelle sein, wie in der Kommunikation überbringen schlechter Nachrichten. Da lernen die Studierenden eben, sich an einem Kommunikationsmodell zu orientieren. Wie gehe ich denn eigentlich vor, wenn ich eine schlechte Nachricht überbringe? Und dann heißt es nicht, dass ich es 1:1 auf jeden Fall übertragen kann, aber ich habe ein Gerüst, an dem ich mich erstmal orientieren kann. Und dieses Kommunikationsgerüst, nämlich die Schritte, die ich vielleicht beachten sollte, wenn ich eine schlechte Nachricht überbringe, diese Schritte kann ich dann in der Realität anwenden und die geben mir erstmal eine gewisse Sicherheit. Und die sind auch evidenzbasiert, da gibt es genügend Untersuchungen dazu, dass diese Modelle wirklich greifen. Und dann läuft es bei dem einen so, bei dem anderen Patienten so, bei der anderen Patientin wieder anders. Und trotzdem kann ich dieses Modell anwenden und mache meine Erfahrung. Das ist, glaube ich, die Übertragung dann aus der Simulation eben in das reale Setting. Und da ist eine Adaptierung auf jeden Fall notwendig. Aber ich brauche das reflektierte Üben immer wieder mit Feedback. Also immer wieder eine Rückkopplung des Debriefings letztlich, so nenne ich das mal. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Das waren jetzt ein paar Punkte, wo ich jetzt einfach der Reihe nach versuche, da auch wieder anzuknüpfen und darauf einzugehen. In der Lehrerbildung selber haben wir, ich sage leider, kaum Simulation so strukturiert mit Aufnahmen und so weiter. Das ändert sich jetzt. Wir haben ein großes Projekt in München an den zwei großen Unis, die das wirklich jetzt aufgebaut haben. Und da kann man sehr viele Ähnlichkeiten feststellen zu dem, was du vorgestellt hast. Also zunächst einfach mal Unterricht in Klassen aufnehmen, die dann an der Uni gezeigt werden und die Studierenden müssen dann wahrnehmen, Kompetenzschulen, Wahrnehmungskompetenzschulen, was ist da abgelaufen? Wie würde ich das bewerten? Also das ist wirklich jetzt das erste große Modell meines Wissens, das erste große Projekt, das versucht, diese Elemente, die es schon seit 20, 30 Jahren in der Medizin gibt, auch in die Lehrerbildung zu übernehmen. Ich habe mir überlegt, wieso hat das so lange gedauert? Ist die Lehrerbildung so langsam oder was ist da? Es ist natürlich so, die Lehrerbildung ist viel weniger strukturiert, sage ich jetzt mal, als medizinischer Laie, als die Medizinerausbildung. Wir haben Fachwissenschaft, wir haben Fachdidaktik, wir haben Bildungswissenschaften. Und allein, wenn es jetzt um Unterrichtsstörungen geht, ist das so, dass das natürlich
denken Sie an die Seele vom Bäcker, einen inhaltlichen theologischen Aspekt hat, aber drüber lachen, das ist fachübergreifend. Also das ist eigentlich dann wieder von der Ausbildung her pädagogische Psychologie, wenn es um reine Disziplinstörung geht. Und da ist Lehrerbildung manchmal richtig schwierig zusammenzubringen, dass wir entsprechend nicht nebeneinander her die Dinge machen, sondern miteinander machen. Und da ist einfach dieses Lehre-Projekt enorm wichtig, weil wir da wirklich ins Gespräch kommen, weil Fachwissenschaft, also jetzt in unserem Fall natürlich die Philosophie, als grundlegend anzusehen ist. Aber ich fand die Übertragung, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, diese Parallele mit der Medizin ist ja insofern gegeben, wenn ich jetzt sage, die Medizinstudierenden durchlaufen 36 oder 34 Fächer. Und wenn ich das jetzt mal mir anschaue, an so einem Klinikum habe ich grundlagenwissenschaftliche Fächer, aber ich habe ganz viele spezialisierte klinische Fächer, durch die alle die Studierenden irgendwie, ich sage jetzt mal, durch müssen im Laufe ihres Studiums. Und wir haben ja in Augsburg ein integratives Curriculum. Das heißt, es ist nicht in einer Reihenfolge, sondern wir haben integrative Module, sodass die Fächer eben zusammenkommen und sich überlegen, wie können wir das gemeinsam gestalten. Wenn ich das jetzt transferiere auf euren Bereich, dann wären das ja im Prinzip auch diese verschiedenen didaktischen Bereiche, sage ich jetzt mal. Das ist der Inhalt, wahrscheinlich die Theologie, dann gibt es die Fachdidaktik und es gibt die pädagogische Psychologie und so weiter. Und weil du sagst, das sind verschiedene Bereiche, aber wäre das nicht eine Möglichkeit, dieses mehr zu fusionieren und zu sagen, wir machen eine gemeinsame oder entwickeln daraus ein gemeinsames Konzept für Lehrerinnen oder Lehrerausbildung? Also zum Teil auf jeden Fall. Es gibt Bereiche, wo alle Studierende durch müssen, zum Beispiel Schulpädagogik, also Bildungswissenschaft insgesamt. Aber dann gibt es natürlich die Bereiche, wo die Studierenden wählen, ich werde Gymnasiallehrer mit Mathe und Rallye beispielsweise oder Sport und was weiß ich. Dann ist es halt so, dass die Didaktiken, die sie nicht wählen, auch nicht haben, die Fachwissenschaften nicht. Und das ist halt wirklich ein großes Portfolio, was da an Wahlmöglichkeiten da ist. Und das ist gar nicht so einfach aufeinander abzustimmen. Also, die machen? Ja, klar. Ja. So, vielen Dank. Es gibt eine Frage jetzt im Chat, und zwar von Frau Bayer. Sie sagt, mittlerweile können die Studierenden die Simulationsvideos von uns nur sehen. Wir haben sie tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Sind dadurch Unterschiede bemerkbar? Das zählt wohl auf mich. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt eine Frage, was die Frau Mattes auch gestellt hat. Wie kommen die in diese Simulation rein? Wir haben viel auch probiert nur mit Studierenden und das hat oft nicht funktioniert, weil beispielsweise die Studierenden noch zu nahe an der eigenen Schülerrolle waren, die haben überspielt und deshalb nehmen wir die Praxiserfahrung der Expertenlehrer mit rein. Und diese Praxiserfahrung lässt eigentlich kaum eine Möglichkeit, dass man da nur so tut, als ob. Es sagen alle Studierenden, ja, was soll das? Also das ist jetzt alles, unser Aufnahmeraum ist halt wie ein Studio ist, völlig grün. Wie bei einer Aufnahme, bei einem Film oder so. Und die kommen rein und die erste Äußerung, in der Regel fand die Expertenlehrkraft an, was mache ich jetzt? Ich bin wirklich mit drin. Also das ist, die Erfahrung machen alle. Und da kann man nicht aus. Und das ist ein großer Unterschied meines Erachtens zu Rollenspiel. Diese zwei letzten Semester, die wir hatten, Corona-Semester, da konnten wir nicht aufnehmen. Das war tatsächlich zu spüren, wenn ich in Distanz diese Simulationen anschaue, der anderen, dann bin ich in Distanz, dann bin ich wirklich nicht ganz drin. Also das ist schon so. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass die Studierenden sagen, es ist doch nochmal anders, wie wenn ich nur über etwas rede. Also durch das Anschauen und wenn ich es schaffe, also wir haben so Hinweise gegeben, versetzen Sie sich in eine Rolle schon beim Anschauen und wenn das klappt, dann sagen Sie sehr wohl am Schluss, boah, schon beim Anschauen habe ich geschwitzt. Also das ist tatsächlich auch der Fall. Genau, das berichten auch die Studierenden, die jetzt mit Schauspielpatienten oder Schauspielpatienten arbeiten, dass es sich wirklich wie real anfühlt. Also das ist der erste Moment beim Reinkommen. Ich habe selber
diese Erfahrung auch gemacht in der Simulation dann mit Schauspielpatientinnen. Und das ist wirklich wieder eine Originalsituation und man blendet auch tatsächlich dann die anderen Leute drumherum dann aus. Also das ist schon sehr, eine sehr authentische Situation, die da, aber in der Funktion oder in der Rolle des Handelnden, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich muss selber in diese Simulation reingehen und das ist tatsächlich was anderes, als wenn ich es mir jetzt als Film anschaue und erfahre etwas über, als es selber für mich zu erleben. Und ich glaube, die Verarbeitung, wenn wir dieses kognitive Modell da uns nochmal vor Augen führen, was da passiert, ist ja eben die Verknüpfung Arbeitsgedächtnis. Ich bin jetzt akut in der Situation, das ist ja in Echtzeit und ich verknüpfe das mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben und tausche das damit aus und reagiere ja auf Situationen. Das ist tatsächlich was anderes, als wenn ich mir etwas anschaue. Auch da findet ja Lernen statt, aber der Erlebensmoment hat nochmal eine andere Form der Verankerung oder auch Tiefe der Auseinandersetzung. Ich würde noch einen Aspekt ergänzen. Das Kognitive ist in einer Episode abgespeichert. Also in einer Episode, wo es ums Handeln geht. Und das macht schon nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt etwas nur das ist ja gar nicht so einfach, das kognitiv auch zu erfassen, aber ob ich es kognitiv über semantische Gedächtnis mir vergegenwärtige, vielleicht abspeichere, oder ob ich das in einer gewissen Situation abspeichere. Und das ist schon die Rückmeldung, die Studierenden dann hatten, wenn sie ins Praktikum gekommen sind, was die Frau Mattes ja entsprechend auch gefragt hat, dass die gekommen sind und gesagt haben, das, was wir über Erklären gelernt haben, was wir simuliert haben, konnte ich im Praktikum umsetzen, weil ich wusste, in der Situation, dann kam eine Frage von einem Schüler und ich hatte die Bilder von der Simulation in mir und konnte dann besser erklären. Und die anderen Mitstudierenden, auch der Begleitlehrer im Praktikum, sagte, ja, wieso können Sie das so gut? Und die Studentin hat gesagt, wahrscheinlich das, weil ich über diese Episoden das abgespeichert habe. Also das kognitive Wissen mit dem Handeln. Und das ist jetzt aber dann das Wichtige, das muss natürlich variieren können, weil ja nicht immer die gleichen Fragen kommen. Und das ist einfach das, was man dann durch unterschiedliche Simulationen lernen muss. Das ist aber, glaube ich, der Anknüpfungspunkt, warum eben diese komplexe Simulation, dieses Bild, was ich zeigte, warum es eben aussieht wie eine Intensivstation oder wie eine Einheit dort, weil eben der Kontext mitentscheidend ist für das Lernen. Also es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt sage, ich würde jetzt das gleiche Programm in einem ganz anderen Setting machen, würde mir der Transfer in diese Situation in einem trotzdem schwerer gelingen, als wenn ich es in dieser Erfahrungswelt mache, in der ich mich dann auch normal bewege. Der Grat ist eben schmal, wenn ich da aber nicht mit vertraut bin. Also nehmen wir an, ich hätte jemanden, der zum ersten Mal vor einer Klasse steht, dann könnte vielleicht so ein Ziel, was du jetzt gesagt hast, mit dieser Störung umzugehen, könnte vielleicht schon zu viel sein, weil es dann erstmal darum geht, wie stehe ich jetzt hier vor dieser Klasse, wie reagieren die auf mich, wie reagiere ich auf die und dann komme ich mit der Störung, ist vielleicht auch schon zu viel dann in dem Moment, sondern ich muss schon eine gewisse Erfahrung in diesem Setting gemacht haben. Aber ich glaube, das ist eben dieser Aspekt, wenn ich mir vorher für die Simulation überlege, was möchte ich erreichen in dieser Lerneinheit, dann kann ich meine Simulation so bauen und dann ist es genau passend, es eben als Klassenzimmer zu machen, so wie wir dann sagen, naja, wir brauchen auch eine Umgebung, die aussieht wie Krankenzimmer und jetzt nicht wie Flur, wo ich dann Patienten behandle, weil das eben so abgespeichert wird und dann auch die Übertragbarkeit erleichtert. Mhm. Absolut. Jetzt war noch eines, was ich mir aufgeschrieben habe, was die Frau Mattes gefragt hat, ja, wie schaut das jetzt mit Praxissemester oder so, wie wir das jetzt noch in Bayern haben, also studienbegleitendes Praktikum, einmal ein Semester lang an einem Vormittag an der Schule aus. Das eine und das andere würde ich nicht gegeneinander setzen. Das ist absolut ergänzungsbedürftig. Aber was wir vielleicht, und da gucke ich jetzt auf uns alle, die wir in der Lehrerbildung zu tun haben, weniger beachten, ist, dass es wirklich sehr, sehr viele internationale Studien gibt, die ganz klar belegen, in der Lehrerbildung gibt es einen Praxisschock. Das heißt, wenn die Studierenden und wenn sie noch so gut alles gelernt haben, in die Praxis kommen, in den Handlungsdruck kommen, vergessen sie fast alles, was sie zunächst mal gelernt haben. Und das ist wirklich ein sehr gut belegtes, mit vielen, vielen Studien unterlegtes Ergebnis. Und von daher glaube ich sehr wohl, dass man mit so Simulationen
diese Übergänge fließender hinkriegt, dass die Studierenden in der Simulation merken, boah, das wäre eine Situation gewesen, die hat mich überfordert. Wie kann ich, und das ist jetzt wichtig, wie kann ich da fachwissenschaftlich drauf reagieren? Das sind so erste Erkenntnisse, die wir haben. Das ist was ganz Wesentliches, dass die sagen, boah, ich habe immer gedacht, naja, Fachwissenschaft ist halt so. Aber wie jetzt zum Beispiel mit dieser Seele, da muss ich halt wissen, wie das kommt, dass man die beim Bäcker kaufen kann. Wie Seele theologisch heißt. Und dann sagen viele, setze ich mich besser hin und weiß, das fachwissenschaftliche Wissen ist sehr wohl wichtig, wenn ich es in Bezug bringen kann zur Praxis und nicht nur das fachdidaktische oder bildungswissenschaftliche Wissen. Auch da die Parallele, wenn ich an die Beispiele der Kommunikationstrainings denke, und dann ist Kommunikation ja nicht inhaltsleer. Das heißt, wenn ich jetzt eine Übung mache mit Studierenden, die aber noch kein Fachwissen haben, dann ist es eben schwierig, sie in diese Kommunikation reinzubringen, weil sie natürlich eine Beratung machen, die aber inhaltsleer sein kann oder Gefahr läuft, inhaltsleer zu werden. Und deshalb, glaube ich, ist dann beides wichtig. Das heißt, das Innerliche muss stimmen und das Ganze transferieren dann auf eine reale Situation. Und da ist die Medizin zwar schon weiter, aber das Erleben der Medizinstudierenden, wenn sie dann fertig sind mit dem Studium, ist ja bisher in den klassischen Studiengängen auch so. Deshalb wird ja reformiert in der Medizin, um eben genau das zu erreichen, weil viele Berufsanfängerinnen oder Berufsanfänger ja sagen, naja, ich habe jetzt wahnsinnig viel gelernt, aber ich fühle mich nicht ausreichend vorbereitet auf den beruflichen Alltag, denn nach der Approbation stehen sie auf der Station als Assistentin oder Assistent und betreuen auf einmal Patientinnen und Patienten und haben es nicht gelernt, in der Verantwortung, auch selber in dieser Rolle das zu machen. Sie haben viel gehört über, wie man es macht, aber eben nicht in der Verantwortungsübernahme dieser Rolle das zu machen. Also diese Realsituation der Praxis. Und dann, also ich würde so sagen, die Theorie der Experten und die theoretische Theorie, wofür wir an der Uni einfach entsprechend stehen, zusammenzubringen, das ist wirklich nicht trivial. Also das so zu relationieren, in eine Beziehung zu bringen, dass dieser Eigenwert der wirklich gut ausgearbeiteten theoretischen Theorie, ob das Kommunikation ist, ob das fachwissenschaftliche Theorie ist, die natürlich ganz anders strukturiert ist als eine Handlungstheorie, mit dieser Handlungstheorie zusammenzubringen. Handlungstheorie, das geht nicht darum, dass die komplett ist, nach Kriterien funktioniert. Ja, das Kriterium ist, ich muss durchkommen, ich muss einen guten Unterricht machen. Aber nicht, ich brauche eine vollständige Theorie, wie, was weiß ich, ein entsprechendes Gespräch zu funktionieren hat. Es reicht manchmal nur, ein Element aus der Theorie rauszunehmen und das entsprechend umzusetzen. Also diese Relationierungsaufgabe dieser drei unterschiedlichen Elemente, die, denke ich, sollten wir an der Uni einfach stärker rausholen. Stärker in der universitären Theorie so zusammenbringen, dass wir Praxis von draußen, Praxis hier, das Professionswissen der erfahrenen Lehrer, vielleicht auch Ärzte, mit reinnehmen, um dann deutlich zu machen, das sind moderne, neue, systematische Theorien, die bestimmte Verhaltensweisen auch besser erklären können. Sehr gut. Und ich glaube, dieser Grad, wir überlegen ja auch, wie kann man jetzt die Kompetenzentwicklung weiterbringen. Da ist Simulation ja ein Teil. Wenn ich jetzt sage, naja, ich brauche erstmal das Fachwissen, die Fertigkeiten und dann wird häufig das so bei uns direkt gemacht, dann kommt die Simulation und dann kommt die Praxis. Der Schritt, der häufig aber vergessen wird, ist eben das Reflektierte dabei, also die Wahrnehmung, die situative Wahrnehmung. Erstmal zu gucken, was passiert denn eigentlich in diesem Setting, was macht das mit mir, was mache ich daraus und dann in die Simulation zu gehen und das nutzbar zu machen, das fehlt häufig noch, muss man sagen. Sodass dann Simulation einfach eingesetzt wird, dass wir eine ganze Menge überall ein Trainingszentrum haben. Da wird wahnsinnig viel trainiert und dann gibt es aber eben keinen Andockpunkt, weil die Systematik des Aufbaus von Kompetenz dann oftmals wieder verlassen wird und dann wirklich nur das Training sozusagen im Vordergrund steht, also die Fertigkeit, die aber dann keinen Anschluss findet. Genau. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass die Studierenden einfach merken, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Und jetzt macht es für mich Sinn, dass ich Dogmatik lerne. Und dass ich so lerne, dass ich es auch in die Praxis umsetzen kann. Also diese Motivation, die da entstehen kann, da hat mir was gefehlt, was ich brauche. Und vorher habe ich gedacht, naja,
ja, das lerne ich halt schon auswendig, dann gebe ich das wieder in der Klausur, kriege ich mal ein Einser und fertig. Das reicht halt nicht, sondern die Motivation ist entscheidend, zu wissen, nicht nur auswendig lernen, wiedergeben und schnell wieder vergessen, um den Speicher im Kopf leer zu räumen, sondern wirklich, ich brauche das. Was brauche ich? Was ist mir wichtig, um mein Profil einfach auch zu entwickeln? Das ist vielleicht auch etwas so Spezielles in der Lehrerbildung, weil wir nicht sagen können, das ist ein guter Lehrer. Wenn wir Schüler fragen, dann gibt es ganz, ganz viele Lehrer und Lehrerinnen, wo die Schüler sagen, die sind toll. Und wenn wir vergleichen, ganz ruhig, ganz leise, einer, der eher Entertainer ist, eine Grundschullehrerin, wollte ich schon sagen, muss jetzt aber aufpassen, dass ich nicht zu stereotyp bin, die eher mütterlich ist. Es gibt so viele unterschiedliche Lehrer. Und Ärztinnen und Ärzte auch, das ist ja, genau das Gleiche. Genau. Genau das Gleiche. Ja. Und wo die wahrscheinlich auch die Patienten sagen, so wie die Schüler sagen, die sind toll. Ja. Genau, das gibt auch so, ist auch in der Klinik oder in den Ambulanzen oder im niedergelassenen Bereich so, dass jeder Arzttypus oder Ärztin-Typus auch seine Gruppe Patientinnen oder Patienten hat. Und so gibt es eben dann auch bei den Schülerinnen wahrscheinlich Vorlieben für, das ist ein toller Lehrer oder der oder nicht. Ja, ich denke, das waren doch nochmal ganz interessante Hinweise, wobei ich schon denke, dass sowohl all diese Ärzte und Lehrkräfte dann doch was gemeinsam haben, nämlich eine Professionalität ihres Tuns, die sich sicher unterschiedlich zeigen kann, aber die kann, denke ich, bei allen vorhanden sein muss, wenn sie als überzeugend gelten wollen. Ich danke Ihnen beiden sehr, Herr Rotschow und Herr Rieger, dass Sie jetzt auch diese Fragen nochmal so ausführlich beantwortet haben. Und was ich sehr, sehr schön fand, und ich hoffe, dass es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso ging, man hat richtig gemerkt, dass es Sinn macht, dass Sie beide in den Dialog gehen. Und es war, glaube ich, sehr, sehr schön, wir haben das vielleicht an der Uni auch zu selten, dass sozusagen wirklich die Dialoge zwischen Vertreterinnen verschiedener Fächer so mal vorgeführt werden. Und dass es so deutlich wird, dass es auch Freude macht und uns auch weiterführt, wenn entsprechende Gespräche geführt werden. Ich bin sehr gespannt, was sozusagen auch aus diesem Gemeinsamen weiter wird in der Lehre und in der Forschung. Und ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr herzlich und hoffe, dass Sie bei der Ringvorlesung Hoch 2 auch bei den nächsten Terminen dabei bleiben und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und ein schönes Pfingstfest. Alles, alles Gute. Wiederschauen, alles Gute. Okay.